Tja, und hier können wir wieder ein lustiges Video machen, weil wieder mal ein Pitlock-Video war, weil Kollege Schnürschuh, aka Achim, hat nämlich den Schlüssel verbummelt. Toll, tolle Wurst. Tolle Wurstet. Also, läuten wir ein. Nächste Runde Pitlock. Er hat da ja richtig zugebolzt. Mal gucken, ob ich das jetzt so aufkriege ob ich das aufkriege mit dem Schraubenzieher hier, weil ich muss das Ding ja, das ist ja auch in der Vermietung oder im Verkauf und da muss ich das natürlich auch hoch und runter stellen können. Natürlich jetzt totale Trauerspiel, dass das schon nach dem zweiten Mal vermieten oder was, oder ersten Mal vermieten. Ich weiß ja nicht, wie oft er das weg hat. Ich glaube, einen Tag oder 2 Tage war das jetzt weg, dass er da schon den Schlüssel hier irgendwo genommen hat, meint er, und irgendwo hingepackt hat. Irgendwo ist ein weitläufiger Begriff in dem Keller. Und ich finde ihn halt nicht wieder. Und er hat ihn gestern auch gesucht, ohne wieder gefunden. Also der Schlüssel ist weg. Ich muss ihn nachbestellen, so oder so. Aber ich muss jetzt erstmal natürlich dieses Pitlock tauschen gegen eine normale Geschichte. Kehrseite der Medaille: Wenn man natürlich dann so einen Pitlock-Schlüssel verliert, ist es gut, einen zweiten zu haben. Deswegen, liebe Leute von Pitlock, seid doch mal so gut und packt einfach auch gleich 2 Schlüssel mit rein. Weil einer kann wirklich immer auf Reserve irgendwo sein. Und dass jemand mal einen Schlüssel verliert, ist ja keine Seltenheit. Das passiert bei jedem. Bei jedem Schloss. Und bei jedem Schloss sind 2 Schlüssel mit dabei. Ja, beim Pitlock tut doch einfach so ein zweiter Ding auch noch mit rein und so, und dann ist gut. Weil, was auf alle Fälle verloren geht, beim ersten Umzug etc. pp., ist die Schlüsselkarte. Die ist weg. Also ich kenne kaum jemanden, der einen Pitlock hat und 5 Jahre später noch die Schlüsselkarte besitzt, außer man ist super ordentlich, mal ohne Scheiß. Aber nach dem ersten Umzug ist spätestens die Schlüsselkarte weg und du kannst dir das Set wegwerfen. Deswegen wird geil. Pitlock, packt bitte 2 von diesen Pits mit rein hier. Die Dinger hier, die Pitlock-Schlüssel. Das wäre fantastisch. Und eine Schlüsselkarte natürlich. Ja, dann ist die Option groß, dass man einfach greift, zack. Und wenn man es wiederfindet, hat man es und fertig aus. Ja, tut doch nicht weh. Kann er so viel nicht mehr kosten oder so. Dann kostet halt nochmal 5 Euro mehr und dann ist gut. Ja. Okay, das. Von mir, ich muss es jetzt aufbrechen. Mach ich gleich, mach ich sofort. Gucke ich mir jetzt an. Mach hier, nehme ich den hier wieder. Ja, tut mir echt leid, weil ich wollte ihn eigentlich jetzt nicht so verhunzen. Schaffst du? Sehr gut. So. Aufstellung macht er hier. Ja. Ah, kaputt, das ist natürlich schon alt ärgerlich. Weil ich will es ja eigentlich nicht kaputt machen. So, jetzt ist es offen. Doof, doof. So. Ja, Gott sei Dank. Ja, aber wenigstens habe ich es offen und ich kann jetzt das Rad wieder versuchen, weil. Hat mal schön gemalt. Hat mal schön gemalt, aber siehst du, ist schon wieder kaputt, weil wenn man es natürlich einmal reinsteckt, geht so ein bisschen die Farbe ab. Aber es ist schön. Aber es ist schön. Aber es ist schön. Aber es ist schön. Na gut, auf alle Fälle ist es erstmal offen. Jetzt kann ich erstmal normal ein. Hast du das schon gemacht? Nee, das muss ich noch machen. Ich muss so viel machen. Ich habe hier jetzt was zu machen, da was zu machen. Nee, da muss kein Bremsen gemacht werden, da muss die Narbe zerlegt werden. Können wir aber zusammen machen heute. Kannst du zugucken, mal, wie so eine Narbe zerlegt. Jetzt kann ich einen normalen Kettenschnellspanner machen. Wollte ich genau sagen. Wahrscheinlich finde ich ihn jetzt. Jetzt habe ich aufgemacht, jetzt muss ich ihn eigentlich finden. Jetzt muss er eigentlich hier liegen, hier irgendwo so. Bumm. Dieser Pit dafür, diese zum Aufmachen, diese. Ich weiß ja nicht, wie man das nennt hier, diese Pitlock-Schlüssel, den hier. So sieht er aus, nur in schwarz. Nee, ist der überhaupt schwarz? Der ist ja nicht schwarz, wa? Vielleicht ist er das sogar. Wo ist er? Nein, ich meine das, da bist du. Nein, das ist er nicht. Gut, jetzt machen wir gleich hier die Räder, die Laufräder. Das machen wir gleich. Okay. Hast du Arbeitskleidung an? Schwarze Kleidung. Naja, okay, lassen wir mal gelten. Also, das Teil hier muss ab. Das? Die Stütze für das Bett, das kommt auch ab. Okay. Das kommt ab. Hier, also hier muss abgeschraubt werden. Das ist alles. Guck mal, hör mir zu. Hier muss abgeschraubt werden. Da muss abgeschraubt werden. Gleiche hier
Und da, das schaffst du, oder? Das schaffst du, ohne dass dir das auf den Kopf fällt, das schaffst du. Das heißt, du schraubst erstmal das hier ab. Schlitz. Ja. Nee, nicht Schlitz, acht. Achter, so. Ne? Von außen. Ja, nee. Achter von außen. Danach, ich baue ja das aus hier. Dann kommst du auch an die Schraube hier oben auch ran und an die Schraube da unten, weil das Blech soll ja auch. Ja? Okay, wunderbar. Also wir teilen uns die Arbeit ein bisschen auf. Anouk? Ja, das ist Thors Hammer. Okay, also ich baue jetzt erstmal das Hinterrad aus, dann musst du das weg. Und achte bitte auf die Kette, dass du dich damit nicht so anschmierst. Und ich achte, dass mir das nicht so. Deswegen schraubst du zuerst hier hinten an. Ja, verbogen ist auch schon. Siehst du? Deswegen rutscht man nur ab. Dann machen wir mal ein bisschen so Anouk-Lehrkurs. Okay, das war's, aber ich glaube, die ist draußen. Ja, siehst du? Mhm. Dann hast du das locker hier, das gleiche auf der anderen Seite. Okay. Denk an die Kette. Oh, ist die mistig hier, ist so viel Dreck drin, Wahnsinn. Hier? Na, lösen zuerst mit dem Hebel. Das wird, oder geht das? Ah, geht schon. Gut gemacht, wunderbar. Na, dann war sie eh locker, ne? Man muss ja eh ab. Sehr locker. Die ganze Schrauben und Kleinkram ist da drin. Und jetzt brauche ich den Fünfer. Vierer. Vierer. Okay. Hier oben. Das Werkzeug ist gerade wieder. Hallo? Ja, bitte? Ich war gestern da für den Plattenreifen. Ja. Es hat gehalten bis heute früh. Da war die Luft wieder drauf. Also ich bin gestern noch dran. Na, nein, boah. Ja, das ist so ein Schleichplatter. So, komm, lass es mal. Hinterrad raus, hier, das muss ab. Das Schräubchen. Da, guck. Mit dem Vierer? Da, guck. Bürste. Das mit dem Vierer. Das Vierer, genau. Das kann man jetzt auch erkennen. Kette. Genau, Kette auch. Ich mach den jetzt auch noch. Richtig rein damit. Und dann, oh, das geht schwer. Soll ich das machen? Mhm. Gut, okay. Ich habe eine Standpumpe hier, da brauchst du aber auch einen Adapter wahrscheinlich mit der Karre. Was hast du denn? Ein Autoventil da drauf? Klappt. Ja. Ja, wunderbar. Ich bin gerade ganz schwarz. Gut, danke erstmal. Bitte, bitte. Ciao. Das sieht doch gut aus. Hast du toll gemacht. Wunderbar. Siehst du? Man findet. Oh, ja. Aber du hast vergessen. Du hast vergessen vorher, den reinzudrücken. Komm, reinmachen. Deswegen ist der Schlauch jetzt da. So. Kann man aber noch retten, ne? Siehst du? Ja. Wunderbar. Das wäre doof, wenn er jetzt aufgepumpt hätte, das wäre halt geknallt. Auf den Punkt werden. Ich pumpe.
Kannst gleich die nehmen, die du in der Hand hast. Die soll ich jetzt hier noch machen? Ja. Ich meine, dass du die gemacht hast, das war nicht. Ja, aber hier ist zu wenig Anpressdruck. Und? Ich muss Schleifzeit auf. Oh Mann, ey, was ist denn los hier? Hammer. Fertig. Entschuldigung, Auftragsannahme. Aber geht halt vor, Kundschaft geht vor. Na, der Mensch, da ist ja gut Fett drin, auf alle Fälle, also. Ich würde mal denken. Da gibt es andere Probleme. Oh, sandig ist es aber. Ist nicht so sandig. Nehmen wir einfach mal ab. Das Lager, welches rau läuft, befindet sich hier unter dieser Scheibe. Schauen wir uns jetzt mal an.
Seht ihr hier die Rostpunkte überall? Das Lager muss neu. So, damit man mal was sieht, ein bisschen mit Fett ab. Das ganze Rad sieht wirklich aus, als wäre es kaum gefahren worden. Und wenn du die Narbe aufmachst, siehst du auf immer, auweia. Verdrehfix. Tja, Mensch, da kann ich nicht so viel Hoffnung machen. Ganz clean, aber vorhanden. Das ist das Problem an der Geschichte. Jetzt kann man echt nur, also ich kann bildlich wahrscheinlich nicht mal darstellen, aber ich kann es geräuschmäßig darstellen. Achtung! Man hört's, ne? Das ist nämlich das ganze Geräusch, was da passiert. Was dafür sorgt, dass das nicht gut läuft. Und das Teil hier austauschen, muss ich echt erstmal gucken. Weil das braucht man neu. Da, wenn man diese Geräusche nicht haben will, wenn man will, dass es sauber läuft, braucht man das tatsächlich neu. Da hilft alles spülen nicht und alles sauber machen nicht.
Na. Ja, jetzt müssen wir hier die Klinken beiseite drücken. Da kommt schon eine Kugel da raus. Das nehmen wir auch noch raus. Dann müssen wir die Klinken hier beiseite. Zack, zack. Und schwupp. Haben wir das. So, das sollte man tunlichst so lassen. Und das Teil braucht es neu. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich jetzt hier, muss ich mir die Namenbeschreibung, Namenbezeichnung mal genau aufschreiben. Und mal sehen, ob man diese Teil einzeln bestellt bekommt überhaupt. Wo ist die Hülse? Auf der Nabenhülse befindet sich die Bauart. Die steht da drauf. Das hier ist das Modell SGC3007C. Wie gesagt, dass sie so rau läuft, liegt gar nicht zwingend an der nicht vorhandenen Schmierung. Die Schmierung ist einwandfrei hier drin und wirklich noch gut erhalten. Es liegt tatsächlich an diesem Kugelring. Und ich schaue mir natürlich jetzt vorher echt nochmal hier auch die Gegenseite an. Ha, ja. Und es ist wie vermutet, auch hier ist schon Pitting drin. Ach man, das kriegt man nicht raus. Man kriegt es besser bestimmt, wenn man jetzt, wie gesagt, dieses da sind schwarze Stellen, das ist richtig eingelaufen. Das Rad sieht wirklich so gut aus, das ist unglaublich. Aber es muss echt ein paar Kilometer gelaufen sein. Also kann ich so leider nicht verbauen. Kann man nur so genießen. Also in dem Fall, wenn auch die Nabenhülse hier so angegriffen ist. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Ihr könnt es wahrscheinlich nicht mal sehen. Das ist echt schade. Hier, hört ihr. Eigentlich so, aber so. Hört man das? Hört sich an, als wäre ein Pickel drauf. Da läuft halt der Ring drin. Ja, also das geht nicht. Das lohnt sich da schon wieder nicht mehr. Autobahn mit Schlaglöchern. Denn nichts anderes ist es. Perfekt geht hier leider nicht mehr. Die ist abgelaufen. Na, dann schaue ich mal, was so ein Ding kostet. Mach aber jetzt erstmal den nächsten Auftrag. Der tut mir jetzt unendlich leid. Also okay. Ja, weil hätte ich jetzt ja nicht gemacht. Ja, tut mir unendlich leid. Ist für einen YouTube-Fan hier. Der hat das Ding wohl gerade gekauft. Und das hat nun gestört, verständlicherweise. Stört mich auch. Postmitarbeiter mit Panne. Eins, zwei, drei, vier. Maschine kaputt, nichts arbeiten. Ja, hast du aber lange gewartet. Ist ja schon eine Weile draußen. Wenn man sich noch nicht so weit heilt, dann
Alle Jahre wieder. Haben wir mit der Post zu tun. Kommst du mit nach hinten? Ja. Können wir in Ruhe schlachten. Kannst du die Kamera mitnehmen? Ja. Oh, der stellt sich wie die dran. Ist hier auf die Sprung knack. Dann habe ich in Tempelhof eine schöne Wohnung gesehen. Groß. Was das Einzige, was ich jetzt nicht so schön finde, ist Wohnzimmer und Küche ist zusammen. Ich glaube fast 130 Quadratmeter. Mhm. Für 1,3. Achso, 1,3. Nee. Kommst du? Aber es ist schon eins der günstigeren Wohnungen, weißt du? Ich schwöre dir, wir ziehen hier aus. Und dann wird es. Also, das hat man ja nun gerade repariert, ihr habt Licht gemacht, hinten Licht wieder gemacht. Und dann knack, Rahmenbruch. Zwar erst hier unten und jetzt dann doch noch hier oben auch nochmal. Das ist durch. Und nun ist das Rad obsolet. Hat sich erledigt. Jetzt wird das einmal komplett geschlachtet gleich, damit der Schrott hier aus dem Weg ist. Und das war's. Tja, jetzt können wir uns die Schaden nochmal angucken hier. Sauber weggebröselt. Und zwar genau da, wo der Dämpfer natürlich die ganze Kraft ableitet hier. Einmal quer durch. Kein Wunder, das ist eine Sollbruchstelle. Das soll. Mit anderen Worten.
haben wir das. Unglaublich, wie wenig von so einem Fahrrad noch über ist. Die kleine Kiste voll, zwei Laufräder und natürlich zwei Schutzbleche, die liegen hier oben. Ja, aber ansonsten nix. Kram, Asche. Ah ja, gut, okay. Das war die Apple-Zerlegung, die Apple-Zerlegung. Jo, na gut, haben wir jetzt erstmal was zu schleppen. Das ist ein Tütüt, es sind keine Bodenanker dabei. Da werden wir also Winkel nehmen und einfach verdübeln, wenn ich. Weil ich ja einen Bodenschrauben Dübel reinstecken. Fünf Meter mal drei. Auf den 5 Metern stehst du eh schon. Bodenanker haben wir hier hinten noch drin. Stimmt, richtig. Und auf der anderen Seite ist deine Terrasse, die aus Holz besteht. Da könnte man Winkel ranschrauben. Ja, kann man. Beziehungsweise kann man sogar in der Mitte ist noch. Ist mir vielleicht gar nicht so lieb. Müssen wir sehen, wo es hinreicht. In der Wand und vorne, raus. Ja, nicht. Warum mehr am Boden? Ja, der Terrazzo platzt ja schon überall hoch. Ach so. Und nicht. Du, ach, da wollte ich sowieso mit dir drüber reden. Kommst du noch ganz kurz weg? Ja. Gut, ja, und das Kettenblatt ist verbogen. Oink. Richtig einen Ditch bekommen. Wahnsinn. Hoffen wir, dass es nur im Blatt ist. So, dann schrauben wir das Kettenblatt ab und werden ihm mal ein neues bestellen. Noch nie gemeldet? Die haben mich jetzt Freitag eingeschoben. Mann, war mir das unangenehm. Heute war der Termin. Und weißt du, was das Schlimmste daran ist? Nee. Ich habe mir das sogar für heute eingeschrieben. Boah, bist du verstrahlt, ey. Ja. Und ich bin die ganze Zeit davon ausgegangen, mit Termin ist morgen. Warum guckst du denn hier rein? Hab ich doch. Und ich habe morgen gesehen. Du, ja, hast du ja. Schierwinkel. Ich habe mir so eine Glanzleistung hingelegt von aller Feinsten. Nee, Mann, ey, es tut mir das leid, jetzt hat der Chefarzt die ganze Zeit gewartet. Mann, ich hab vor seiner Zeit verplempert. Ja. Ey. Auf dich müssen sie alle warten, wa? Tut mir voll leid, wirklich, ich habe mich jetzt 10.000 Mal entschuldigt. Jetzt habe ich meinen Termin für Greiner abgesagt. Das ist natürlich wichtiger mit Ona, wenn sie mich da schon extra reinschieben. Ansonsten hätte ich wahrscheinlich wieder 8 Wochen warten müssen auf den nächsten Termin. Am Montag gehe ich dann zu Dr. Greiner, das ist jetzt auch nicht viel später.
Ja, Achim, hi. Hi. Er müsste hier hängen. Wir haben hier rumgewickelt. Hä? Ja. Der Pitlock müsste hier hängen. Ich habe ihn hier rumgewickelt. Gar keiner dran. Also, na dann, mal ausräumen. Ich meine, ich denke, das ist irgendwo im Fahrrad drin, wenn es runtergefallen ist. Nee, kann heute, heute ist nichts runtergefallen. Kann eigentlich nicht runtergefallen sein, weil ich habe halt so ein Gummi genommen. Ja, pass mal auf. Ich habe den erst um den Pitlock rumgezogen, ja, und dann nochmal darum festgemacht. Also der kann gar nicht runterfallen. Wollte ich jetzt, vielleicht noch schaffen, aber vorher muss ich noch einmal Licht machen für den. Achso, das kann sein, dass das. Was heißt, kann sein? Das musste dann morgen zu Ende machen müssen, weil ich ja erst das Ding bestellen muss, den Zahnkranz. Ja. Der alte hängt hier mit den kurzen Schrauben. Ja. Da musst du dann eben nur die Dinger abmachen und ich werde gucken, ich werde hoffentlich ihn bekommen. Wenn nicht, muss ich morgen durch die Gegend fahren und ihn holen. 52er? 52er mit 130er Lochpreis. Bisschen bessere Qualität. Ja. Ich hätte es hier. Das ist nämlich jetzt vorbereitet. Kranz ist schon neu. Schaltwerk läuft, klappt wieder, das hat ja keine Geräusche mehr. muss man wahrscheinlich noch ein bisschen einstellen oder so. Naja, er ist schon ein paar Mal auf die Seite gefallen mit dem Schaltwerk. Und das muss man eigentlich tauschen. Ja, wenn es nicht nötig ist, man kann es vielleicht nicht tauschen. Nö. Das ist irgendwie ganz gut. Kettenblatt war verbogen total. Ich hoffe, dass das eben, habe ich Ihnen nur gesagt, ich hoffe nicht, dass das an dem Ding liegt. Dass das also Spider liegt, das Spider ist verbogen ist. Und, aber. Jetzt sieht ganz gut aus. Ja, eigentlich schon. Ja, das war jetzt so, Gino sind halt sehr dünn gearbeitet. Das könnte schon mal sein, bis sie hat wirklich einen richtigen, so einen kleinen Klick an der Stelle. Du musst irgendwie mal auf den Ditch sein. In XT hast du die Schalthebel nicht mehr, wa? Wie bitte? Die 9-fach-Schalthebel in XT hast du die nicht mehr, wa? Nee. Ja, das wäre gut gewesen, dann hätte ich sie ja verbaut hinten mit meinem Tube. Die musste ich bestellen und da haben sie mich ja fast 100 Euro gekommen. Wie gebraucht gekostet. Oh, hast du noch Glück gehabt. Im Moment kosten sie 190. 189, Entschuldigung, im Netz. Aber gebraucht. Gebraucht. Ach so, gebraucht. Oh, wirklich Glück gehabt. Meine Fresse. Ja, aber wisst ihr, was Seppel gemacht hat? Was? Ihr seid ja bescheuert. Dann kaufe ich mir lieber für 190 die XTR. Ja, aber ich meine, das Ding ist komplett XT. Ja? Ich wollte da haben und ich habe 100, also mit Versand waren es 100er, aber eben so 95 oder was weiß ich. Die Ohren. Lass uns aufbrechen. Das ist auch ein bisschen zu viel vom Fleisch. Ich muss auch, ich wollte eigentlich zu Hause sein, aber so. Weiche Knie habe ich schon. Boah! Mach das fein. Und morgen Zementsäcke schleppen. Oh, bitte, ja. Konzertierte Aktion. Wäre so gut. Wenn das irgendwie geht. Irgendwann im Laufe des Tages. Hast du Zeit? Ich habe ja selber noch genug zu tun. Scheiße. Tatsächlich muss ich Holz hacken. Da hättest du vorhin noch was gesagt, hätte ich dir alles rausgeräumt. Wie viel hast du denn da? Wie viel sind es denn? 25. Na, wo sollen sie hin? Auf dem Hof auf. Na, ja, ich mit Schlüssel mache ich schnell. Bist du wahnsinnig. Na, ich biet's dir an. Entweder ja oder nee. Dieter ist ja krank oder was? Hä? Na, dann machen wir das schnell. Dennis ist einmalig. Dennis. Ich dachte, das hat Tommy dir vor Stunden schon erzählt. Ja, Süß heute. Ja. Silvester? Ja, Hochzeit vielleicht. Sag mich nochmal umziehen. Da legen wir mal eine Platte runter, oder? Wenn, dann muss ich nach vorne, bis sonst. Bobby ist leider mein auf der Schulter viel besser. Ja, bin ich hoch. Ja, bitte. Da soll ich dir jetzt aber helfen, also, weil der Finger muss du vorne festhalten, sonst würde ich nichts. Und im Bild. Ich hab das Akari. Ich hab
Nur mal rein damit. Hier, steck mal ein. Ich hab schon mal vorgeholt. Wir haben es verwesen, Mensch. Bei Uhr gedacht. Ich wollte ja nicht die Arbeit wegnehmen. Die Show stehlen. Das ist sozial. Kurioserweise nicht, das hätte ein bisschen länger dauern müssen. Ich weiß auch nicht warum. Ja, ich hoffe, ich habe mir nicht eingefangen, weil wie gesagt, ich fühle mich nicht so gut. Warum machen die Sachen? Gibbel im Bett und. Das ist ja witzig, wie er sich nicht daneben lassen wollte, unbedingt noch drei Säcke dafür tragen. Ach, Mensch, ja, ich muss unseren Puls achten, Mensch. Ach, der ist schon recht aktiv. Ne? Ah, das glaube ich. Ohne Fragen. Ist ja nicht so, dass das jetzt eine Einmalbelastung ist bei dem. Der macht schon viel. Das weiß ich doch. Aber muss er doch nicht, wenn ich meine. 40 Kilo muss man auch seine Grenze kennen, wa? Ich meine, ist ja nun eine Gesellschaft, sollte auch eigentlich, nicht eigentlich, eine Gesellschaft muss eine Gemeinschaft sein. Und von daher, ja. Ja, hätte er da ja jetzt nicht tun müssen. Also. Ich bin gespannt, wie ich mir morgen früh aufwache. Ich fahre jetzt noch mit Fahrrad nach Hause. Was ist morgen, hast du gesagt? Donnerstag. Donnerstag. Also, musst du das ablegen. Donnerstag ist ein Mülltag. Ich sag mal, schönen Feierabend. Und wir sehen uns morgen wieder. Achso, dann. Tschö. Da, dann kickt. Mach's gut. Der Vater guckt auch mit rein. Der Vater guckt auch mit rein, ja. Grüße an Papa. Hi. So. Bis morgen.